Das ist der Willi. Über 50 Jahre hat er mit Maria zusammengelebt. Letztes Jahr ist sie gestorben. Seitdem ist er allein zu Hause, oft von Kleinigkeiten überfordert und manchmal auch verwirrt, sodass er ganz auf seine Kreislauftropfen vergisst. Eines Morgens, gleich nach dem Aufstehen, wird ihm plötzlich schwarz vor Augen. Und als er wieder zu sich kommt, liegt er auf dem Boden. Er schaut sich um und versucht sich zu erinnern. Da fällt sein Blick auf das Notfallarmband an seinem Handgelenk. Er drückt den roten Knopf. Im nächsten Moment läutet in der Notrufzentrale des Hilfswerks schon das Telefon. Und Willi hört die Stimme des Operators. Grüß Gott, Herr Weber. Hier spricht das Notruftelefon. Brauchen Sie Hilfe? Langsam kehren Willis Lebensgeister wieder zurück. Nein, ich bin hingefallen. Ich glaube, mein Kreislauf war kurz im Keller. Aber jetzt geht's schon wieder. In der Notrufzentrale sind auch alle wichtigen Kontaktpersonen gespeichert. Der Operator erreicht Martin, Willis Sohn, der ganz in der Nähe arbeitet, und bittet ihn, bei seinem Vater nach dem Rechten zu sehen. Als dieser im Haus des Vaters eintrifft, scheint tatsächlich alles wieder halbwegs im Lot zu sein. Nun kann er auch in der Notrufzentrale wieder Entwarnung geben. Beim Verabschieden deutet Martin noch einmal auf das Notfallarmband. So gewehrt hast du gegen das Ding. Aber sind wir froh, dass du das gehabt hast, gell? Das ist die Gerti. Sie ist 82, aber immer noch flott unterwegs. Nicht zuletzt dank ihrer Fini, die jeden Tag eine ausgiebige Runde drehen will. Wenn es die beiden zum Bach zieht, der etwas abseits der Siedlung liegt, nimmt die Gerti immer auch das Mobilteil ihres Notruftelefons mit. Zum Glück, denn die schwüle Hitze heute bringt die Gerti an ihre Grenzen. Ganz mulmig wird ihr auf einmal. Sie kann gerade noch auf den Alarmknopf drücken, dann klappt sie zusammen. Im nächsten Moment ertönt aus dem kleinen Anhänger schon die Stimme des Notrufoperators. Guten Tag, Frau Gruber. Hier spricht das Notruftelefon. Brauchen Sie Hilfe? Aber Gerti ist nicht mehr in der Lage zu reagieren. Auch nach mehrmaligen Nachfragen keine Antwort. Der Hilfswerkmitarbeiter handelt sofort. Dank der GPS-Daten ihres Funksenders wird Gerti rasch geortet. Im nächsten Moment ist schon die Rettung unterwegs mit den Koordinaten im Gepäck. Minuten später sind sie da. Gerti atmet kaum noch. Die Sanitäter setzen sofort lebensrettende Maßnahmen. Dann geht's auf schnellstem Weg ins Krankenhaus. Am nächsten Morgen sieht Gertis Welt schon wieder freundlicher aus. Sie hat nochmal Glück gehabt und kann, wenn alles gut geht, in 2 Tagen wieder nach Hause. Der Pfleger wirft einen anerkennenden Blick auf das Notruftelefon. Na schon gut, dass wir da einen modernen Schutzengel ausgesucht haben, ganz. Hilfswerk Niederösterreich. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Sie und Ihre Familie.